an das Christkind in 97267 Himmelstadt. Zehntausende solcher Briefe erreichen Rosemarie Schotte und ihre ehrenamtlichen Helfer jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit. Denn sie arbeiten im Weihnachtspostamt im unterfränkischen Himmelstadt. Es ist das einzige in Bayern. Offiziell eröffnet es am 1. Advent. Doch schon Wochen vorher stapeln sich jede Menge Wunschzettel, bunte Bilder und rührende Geschichten. Angefangen hat es mit 20.000 Briefen, als ich 1994 als Leiterin des Weihnachtspostamtes angefangen habe. Mittlerweile sind es 80.000 im letzten Jahr. Und ich vermute mal ganz stark nach dem Aufkommen bisher, dass es auf jeden Fall wieder 80.000 werden. Insgesamt 40 Weihnachtshelfer sortieren hier kistenweise Weihnachtspost. Als Antwort erhalten alle Kinder eine Geschichte vom Sommerurlaub des Weihnachtsmanns und auf besonders schöne Schreiben oder Geschichten auch einen ganz persönlichen Brief. Anders als in vielen anderen Weihnachtspostämtern arbeiten die Christkindschreiberlinge von Himmelstadt ehrenamtlich. Material und Porto für die Antworten bezahlt die Post. Wir sind ja ehrenamtliche Helfer und mir gibt es also sehr viel, wenn so ein Brief zurückkommt. Da denke ich, also so wie wir es machen, machen wir es richtig und wir können den Kindern ein bisschen Freude geben, auch den Kindern, die nicht sehr viel haben. Aus 107 Ländern haben die ehrenamtlichen Weihnachtsmannhelfer bereits Post bekommen. Und von hier aus werden die Antwortbriefe auch wieder in alle Welt versendet. Natürlich mit weihnachtlicher Briefmarke und dem Christkindstempel. Viel zu tun also für Schotte und die Christkindhelfer. Und das immer unter den strengen Augen der Engel.